Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Profil. Ich habe heute mal was ganz was anderes vor. Ja, keine Lost Places besuchen, nichts kochen, Gott sei Dank. Und zwar habe ich auch gesagt, irgendwann mal vor der Kanalgründung, ich lege mir ein paar neue Hobbys zu, in einem Fluss nach Gold zu suchen. Klingt jetzt komisch, ich weiß. Aber das berühmte Rheingold aus dem Rhein, ja, da gehen heute noch Leute hin und mit selbstgebauten Waschrinnen holen die da eigentlich jede Menge Gold raus. Ja. Einmal dachte, ja gut, was die können, kann ich auch. Ich mache das halt nicht so professionell. Ja. Ich hole mir jetzt einfach mal so eine Goldwaschpfanne, kann man sagen. Ja. Klappspaten dazu und eine Pipette und das war's. Ja, der Plan war schon mal da. Und heute wurde er endlich mal vollendet. Heute bin ich an einen Fluss bei mir in der Nähe gefahren, der laut Internetrecherche eigentlich sogar ein kleiner Geheimtipp sein soll für irgendwelche Goldvorkommen. Ja, das wollte ich testen. Ich habe nicht direkt unten am Fluss, direkt an der Staustufe das gesucht, weil da ist die Strömung eh zu stark. Drum bin ich nebenan an so einen Seitenarm, beziehungsweise das ist eigentlich ein kleiner Bachlauf, der außen rum geht um die Staustufe und hat eine natürliche Senkung drin, also eine natürliche Strömung. Und da ist ja immer gut, Gold lagert sich ja meistens dann irgendwo ab, im sandigen Boden. Meistens dort, wo man auch Quarz findet, ne, findet man auch Gold. Ja, und da bin ich heute einfach mal hin, zusammen mit meinem Bruder und seiner Freundin. Und ja, habe da einfach mal angefangen, ja, die Füße ins kalte Wasser zu legen. Ja, mir mit einem Klappspaten hier aus dem Fluss Zeug in die Pfanne zu kloppen und dann nochmal ein bisschen zu schwenken. Ich meine, es war der allererste Versuch, es lief eigentlich recht gut. Ja, kurze Anleitung noch dazu. Ja, man sieht ja hier, das ist das Licht ein bisschen blöd. Ja, hier am Rand sind ein bisschen, ja, sind Vertiefungen drin, wie so eine Treppe für die groben Sachen und hier nochmal für die feinen Sachen. Ja, ich kann es vielleicht mal andersrum halten. Jetzt sieht man es vielleicht noch eher. Genau. Und wenn man eben schwenkt, ja, bleiben dann diese kleinen Körnchen, was auch immer, Sand, Dreck, Schmutz, Gold, bleibt dann hier drin hängen. Und mittels so einer Pipette kann man das dann einfach absaugen. Ja. Ich meine, man drückt drauf, hält es an den Flitter, den man gefunden hat. Ja, wir reden ja hier nur von Flittern. Ja. Das sind keine Nuggets oder sonstiges, was man halt so aus Alaska oder aus Kanada oder sonst woher kennt. Nee. Hier handelt es sich lediglich um echt winzig kleine Flitter, da muss man auch echt gut gucken. Aber die glitzern, die verraten sich selber. Und dann pumpt man die eben ab. Ja, und später kann man die dann, ich habe das so gemacht, ich habe dann alles, was dann sich hier drin angesammelt hat, an Goldflittern und Dreck, ja, das habe ich alles dann in einen kleinen Kochtopf, habe das erhitzt, ja, dass das Wasser abdampft. Den Rest habe ich mit dem Pinsel rausgeholt und dann eben mit einer ganz, ganz feinen Pinzette und einem Mikroskop, was heißt Mikroskop mit einer Lupe, aussortiert. Und ja, ich habe tatsächlich was gefunden. Ja, ich war eigentlich so am Selbstzweifeln am Anfang so, ja, wird es überhaupt, ne? Oder ich meine, wo ich das meinen Bekannten vorgeschlagen habe, gab es geteilte Meinungen, auch von der Verwandtschaft. Die einen haben mal gesagt, so ein Blödsinn, ja, funktioniert nicht und hier und da. Andere haben gesagt, hey, finde ich eine tolle Idee, mach das. Ja, und ich habe mittlerweile einen eigenen Kopf. Ja, ich habe das gemacht und das zeige ich euch jetzt ein bisschen. Das sind ein paar Ausschnitte, die ich gemacht habe. Und am Ende zeige ich euch meinen Fund. Ist jetzt auch nicht weltbewegend. Wahrscheinlich zeigt es auf der Waage echt nichts an. Ich habe keinen Vergleich mit drauf, aber es ist echt winzig klein. Also jetzt nicht so klein wie ein Staubkorn, aber man muss schon sehr gut gucken, wenn man das Zeug aussortiert. Was ich unbedingt noch dazu erwähnen möchte, ist, weil wenn jetzt irgendjemand sagt, Gold und wenn man das findet und vielleicht ist es ja dann doch mal mehr auf Dauer oder ich mache das mal professionell mit einer Waschrinne oder sonstiges, das wäre verboten. Nein, ist es nicht. Ja. Also es gibt einen Unterschied, ob man mit einem Metalldetektor irgendwie Armreife oder irgendein Römergold findet. Ja, das muss man natürlich abgeben. Aber die Gesetzgebung in Deutschland sieht das vor, ja, dass Gold, das man in einem Fluss findet, darf man behalten. Das ist die Besonderheit dabei. Und da kann ich jetzt auch hergehen und mir zum Beispiel bei eBay irgendeine
eine Waschrinne holen, wo so Waschmatten drin sind, ja, die in diese natürliche Senkung reinlegen, ja, und dort durchlaufen lassen, und alles, was in den Matten an Gold ist, darf ich behalten. Das ist der Unterschied zwischen Metalldetektorsuche und das sogenannte Sondeln, ja, und eben die Suche mit einer Goldwaschpfanne oder mit einer Waschrinne. Na, dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, dann nehmt ein Abo mit und dann bis zum nächsten Mal bei eurer Linsenfreiheit. Ciao!